Hallo und herzlich willkommen zu Folge 25 von Gothic 2. Vergessen ist nicht vergangen. In der letzten Folge haben wir Ori umgeboxt, von Nyras herausgefunden, dass Ori eine Innos-Statue besitzt, die Nyras vernichten will oder zumindest besitzen will. Ah, es ist ein Ketzer. Ich stehe jetzt hier hinter Ori und hoffe, dass ich ihn beklauen kann. Hat tatsächlich geklappt. Verdammt. Jetzt hat er das doch bemerkt. Ich habe ja gesagt, vielleicht schaffen wir es, wenn er gerade aus der Dingen rausläuft, aus der Arena. Und es hat tatsächlich funktioniert. Also wir haben jetzt auf jeden Fall den Schlüssel. Auch wenn wir ihn nicht brauchen, wie ihr merkt. Nehmen wir die 10 Erze auch noch mit. Jetzt versuchen wir noch Kirgo umzuboxen. Nehmen dann die Innos-Statue mit und gehen damit zu Nyras. Ich speichere sehr oft. Ihr wisst, hier ist es ein bisschen ekelhaft. Leider. Klar, hat's Kirgo bemerkt. Im Arena-Viertel stürzt das Spiel oft ab. Wieso? Weiß irgendwie niemand. Aber es ist einfach der Fall und da müssen wir uns irgendwie arrangieren. Es war sehr unangenehm. Lass uns kämpfen. Aber einfach so oft speichern, wie es geht. Und durchbeißen. Ist auch zum Glück nur hier. Bereit? Bereit. Dass der aber auch wieder Krits landet, dass der. Der Kirgo kämpft viel, viel schneller als Ori. Viel schneller. Ich will es nochmal versuchen. Mich ärgert es gerade, da wir jetzt eben. Lass uns. Eben hat er nur Hälfte Leben gehabt. Da war unser Erfolg quasi etwas geringer. Mich ärgert es, dass wir das so knapp fast gewonnen hätten. Tatsächlich, das ärgert mich. Bereit? Bereit. Ach, haben es geschafft. Uff, direkt speichern, weil wer weiß. Ich habe tatsächlich so im letzten Drittel des Kampfes ein paar Mal zu oft eigentlich kassiert, aber es hat funktioniert. Alles gut. Wir leben noch. Und die Trainingskämpfe haben wir auch erfolgreich abgeschlossen. Jetzt steh wieder auf, mein Freund. Ich will auch nicht zu viel Zeit hier verweilen im Arena-Viertel. Würde es gerne minimieren. Ja, ganz langsam aufstehen, ne? Alles sachte mit Ruhe. Da muss ich wohl noch etwas mehr trainieren. Ein guter Kampf. So. Okay. Trainingskämpfe abgeschlossen, also man bekommt einfach ein bisschen EP. Ich glaube, man kann sich auch auf die Nase hauen lassen, die ganze Zeit. Aber das bringt halt einem nicht so viel. So, erstmal ein bisschen weg hier. So. Und jetzt zu Oris Hütte. Jetzt frage ich mich, ist es eine gute Idee, hier bei Tag reinzugehen? Ist doch nett. Hey, du. Als ob. Glück gehabt. Also manchmal werde ich aus denen jetzt schlau. Wie hat er das jetzt gesehen? Wie? Ne, Ingo können wir nicht ausrauben, das bringt nichts. Jetzt steht er halt genau vor seiner Hütte. Kann man irgendwie dafür sorgen, dass er wegguckt? Hey, Ori, guck mal hier, von der Seite, sehr gut. Oder warte mal, vielleicht sogar noch ein bisschen den Winkel verändern, so vielleicht. Vielleicht kommen wir ja von hier rein. Guck, der sieht es nicht. So könnte es funktionieren. Da ist seine Statue. Und jetzt einfach wieder raus. Hey, du. Okay. Was hast du da drinnen getrieben? Gar nichts. Ja, jetzt fängt die große Bescherung an. Jetzt haben wir es geschafft.
Und dann stürzt natürlich ab, weil Arena-Viertel instabil. Ich habe eigentlich damit gerechnet, dass es mindestens noch einmal passieren wird hier während unserem Vorhaben. Das ist aber genau dann. Ne, also ein bisschen warten wäre nicht schlecht gewesen. Das ist äußerst schade. Generell ist es sehr ernüchternd, dass das so oft abstürzt hier. Vor allem, da ich das am Anfang gar nicht bemerkt hatte. Also die ersten 5 Spielstunden hatten wir hier gar kein Problem. Also wirklich gar kein Problem. Da war nix. Hey, du. Also Ori hat nichts zu erzählen, dem können wir auch nichts sagen. Speichern so gut es geht, so schnell es geht. Und jetzt ab zu Nyras. Und ich hoffe, ich muss hier nie mehr hin. Weil doch einmal zu Guy vielleicht dem Bescheid sagen, dass keiner eine Hütte für ihn übrig hat. Aber das ist ja nur so eine Kleinigkeit. Wie gesagt, ich habe... Am Anfang waren wir hier auch intensivst und da ist es nie abgestürzt. Vielleicht ist es ab irgendeiner Quest irgendwie instabil. Keine Ahnung. Ich kann nur mutmaßen. Ich habe die Statue. Gut gemacht. Gib sie mir. Ich werde sie schon angemessen entsorgen. Das heißt, dass du mir verziehen hast? Ich vielleicht. Aber ob der Schläfer dir verzeiht, kann ich dir nicht sagen. Im Lager werden wir dann weitersehen. Das heißt, dass ich mitkommen darf? Natürlich. Wann und wo treffen wir uns? Das werde ich dir schon früh genug sagen. Ich erzähle das doch nicht rum, damit einer dieser... Boah, ist das zum Kotzen, ne? Das ist ja unfassbar. Das ist wirklich, im 2-Minuten-Takt stürzt es dann ab. Aber auch nicht immer. Ich habe keine Ahnung, wovon das abhängig ist. Oder was das genau ist. Ich... Das heißt, dass... Das heißt... Wann und wo... Das werde ich dir schon früh genug sagen. Ich erzähle das doch nicht rum, damit einer dieser Gardisten davon Wind kriegt. Und nun gehe ich in meine Hütte. Es gibt viel vorzubereiten. Davon hatte ich schon mehr erwartet. Vielleicht finde ich mehr Informationen in Nyras Hütte. Aber da komme ich niemals rein, ohne Aufmerksamkeit zu erregen. Ich sollte mit Diego reden. Nun gut, dann machen wir das. Da müssen wir nochmal in seine Hütte. Das heißt, da kann das Spiel wieder abschmieren. Ach, das ist wirklich unschön. Auf der anderen Seite, da müssen wir uns irgendwie durchbeißen. Wie gesagt, das ist auch kein Problem bei mir. Das ist einfach, irgendwas stimmt mit dem Arena-Viertel nicht. Man wird dann wirklich zugeballert mit Spielabstürzen. Das ist halt äußerst unangenehm, aber da muss man halt irgendwie durch. Das schaffen wir schon. Das ist auch das Einzige, was ich jetzt wirklich erstmal negativ bemerken würde, was die Modifikation angeht. Aber das hat jetzt nichts mit Storytelling oder sonst was zu tun. Das ist halt einfach... Hat sich irgendein mieser Fehler eingeschlichen. Ist halt leider so. Dort kann man jemanden ausrauben. Hinter dir! Was denn? Das Problem? Wir sehen uns. Jetzt zeigt er die ganze Zeit auf uns. Jetzt läuft er sogar mit ausgestrecktem Arm weiter. Jetzt nicht mehr. Jetzt hat er das irgendwie ignoriert. Also irgendwie ist jetzt nichts passiert, ne? Also... Speichern wir einfach mal ab. Nehmen wir mal alles mit, was der Graham dabei hat. So. Das zum Thema Karten verkaufen. Ich gehe mal kurz in meine Hütte und schlafe ein Ründchen. Dann sind wir auch wieder full life. Ich könnte einfach bis um 12 schlafen. Wird der Tag optimal genutzt. Naja, die Prüfung des Vertrauens. So. Na, kurz gepennt. Full life. So, Meister, wie sieht's aus? Ich habe Neuigkeiten über Nyras. Immer raus damit. Ich konnte mir das Vertrauen von Nyras erschleichen.
Über das Treffen hat er mir leider nichts erzählt, außer dass ich rechtzeitig informiert werde, wenn wir aus dem Lager verschwinden sollen. Das reicht mir nicht. Mit den wenigen Informationen werde ich kaum etwas anfangen können. Hast du dich in seiner Hütte umgesehen, ob dort Hinweise versteckt sind? Ich habe es versucht, aber die Tür ist verschlossen und Nyra sitzt wie eine Henne auf dem Ei davor und lässt sie nicht aus den Augen. Da kommen wir also nicht weiter. Da kümmern wir uns später drum. Das ist jetzt nebensächlich. Deine Prüfung kann warten. Ich habe von einem guten Freund eine Nachricht erhalten, dass wir bald loslegen können. Es wird Zeit, dass du deine Schuld bei mir einlöst und wir uns um Brabak kümmern. Danach kümmern wir uns um Nyras und deine Prüfung. Was hast du für ein Problem mit Brabak? Brabak wollte meinen Kumpel Gorn umbringen und hat ihm eine Truppe von Schlägern auf den Hals gehetzt. Gorn ist noch am Leben, aber damit hat Brabak nicht nur einen Streit mit mir provoziert, sondern auch mit dem neuen Lager. Gorn ist einer ihrer Söldner. Der Magier Milton und ich haben einen Plan. Den setzen wir heute Nacht um, mit deiner Hilfe. Und was für eine Rolle spiele ich dabei? Brabak ist nicht nur ein gewaltiges Arschloch, er ist auch gierig wie ein Goblin. Du wirst dich in der Burg nach Schmuckstücken umsehen und sie in Brabaks Truhe legen, während Milton und ich einen anderen Weg nehmen und uns um etwas anderes kümmern. Wenn alles gut geht, treffen wir uns am nächsten Morgen wieder bei meiner Hütte. Deswegen könnte ich also am Galgen landen. Wenn ich als Butler in der Burg entdeckt werde, komme ich niemals lebend von dort weg. Gut erkannt. Okay. Als einfacher Butler komme ich doch niemals in die Burg. Im Marktviertel gibt es einen Hintereingang. Durch Milton bin ich an einen Schlüssel gekommen, damit ich meinem Helfer reinschmuggeln kann. Wo finde ich den Schmuck? Im Haus der Erzbarone. Sieh dich dort im ersten Stock um. Wo ist Brabaks Kammer? Direkt über der Küche im Haus der Erzbarone, von der Treppe aus rechts. Übrigens ist es unabdinglich, dass du Schlösser knacken kannst, sonst wäre dein Einbruch schnell vorbei. Ordentlich schleichen zu können wäre sicher auch von Vorteil. Okay, also wirklich essentiell, die Sachen zu lernen. Muss ich auf irgendetwas achten? Natürlich, lass dich nicht erwischen. Sollte das passieren und du überlebst, musst du untertauchen. Ich werde dich früher oder später schon finden, keine Sorge. Ich habe das Gefühl, dass nach der Quest vielleicht sogar das Spiel schon vorbei sein könnte. Denn die Prüfung des Vertrauens ist jetzt abgeschlossen. Es könnte tatsächlich die letzte Quest sein. Auf der anderen Seite... Ah, nee, das glaube ich nicht. Ich lasse mir bei allem so viel Zeit. Und wir haben gerade mal 8 Spielstunden und soll 10 haben. Die Sache ist... Was steht denn da dabei? Diego bietet mir an, dass er mir bei meiner Prüfung des Vertrauens hilft. Als Gegenleistung erwartet Diego Hilfe bei einem Einbruch. Ich soll mich ab 23 Uhr, während Diego und dieser Milton etwas in der Burg erledigen, im Haus der Erzbarone nach Schmuckstücken umsehen und diese in Brabaks Truhe verstauen. Mindestens 5 Stück reichen, aber mehr sind natürlich besser. Seine Kammer ist im ersten Stock rechts von der Treppe, direkt über der Küche. Okay, also wir müssen ins Haus der Erzbarone ab 23 Uhr. Natürlich nur die Frage, können wir die anderen Sachen hier erledigen? Wolfsfälle, Heilung, Bücherwurm, Runenstein und Hüttensuche. Denn wenn das jetzt wirklich die letzte Quest sein könnte, dann fällt das alles weg. Ansonsten, ich habe ja ansonsten nicht viel zu tun. Ne? Ich werde jetzt mal ein bisschen raus in die Welt gehen. Mich ein bisschen mit Gegnern prügeln. Auf der anderen Seite, ich meine eigentlich schon, dass man mal mindestens Schatten werden sollte in dieser Modifikation. Denn auf der anderen Seite, es gibt ja Lurker, es gibt Bluthunde. Und wir haben nur eine Butlerhose, also wie soll das bitte funktionieren? Wie sollen wir bitte die Gegnertypen besiegen? Und eventuell geht es dann wirklich noch weiter mit Nyras und Co. Deswegen, ich gehe mal davon aus, dass es nicht die letzte Quest sein wird. Aber die wird schon intensiv. Wie gesagt, bis 23 Uhr werden wir noch ein bisschen Gegner knüppeln und dann uns vielleicht noch ein bisschen stärker aneignen.
Also gucken wir uns mal da vorne um, wie weit wir denn ins Ork-Gebiet rein können. Denn wie gesagt, da unten ist ja immer noch der Kerl mit den Kräutern. Ja, mit den Ork-Blättern. Die kannst du dich natürlich auch machen. Vollkommen klar. Erstmal töten wir ein paar Varane. Da hinten liegt jemand tot oder mehrere Leute tot. Da hinten gab es wohl wirklich eine Schlacht. Einer ist noch da, ein Gardist. Ich habe hier noch eine Nebenquest. Schauen wir uns mal bis abends ein bisschen um. Kriegen wir bestimmt noch ein Level-Up zusammen. So, Varan tot. Ab zum nächsten. Und dann gleich mal gucken, was da hinten so passiert ist. Vielleicht sind es auch gar keine Leichen, sondern... Also schon Leichen im Sinne von Leichen, aber vielleicht kann man die nicht plündern oder so. Kann ja auch sein. Bitte nur einer. Ja, so ist okay. Ah, so ist nicht okay. Wobei, wenn der mir in der Fresse hängt, kann ich natürlich gut zuschlagen. Also ja, doch, nö, hat funktioniert. Okay, dann nehmen wir das als Erfolg an. Okay, was ist hier vorne passiert? Gab es hier irgendwie ein Ork-Scharmützel oder was? Einer sitzt noch da. Also waren sie noch gut. Kann man die ausnehmen, die Jungs? Oh, kann man tatsächlich. Aber die haben nur eine Münze dabei. Aber der Ork hat ein Orkblatt dabei. Drei Stück. Wie der Gute. Der Krenn. Zu plündern. Und die haben auch drei Orks. Und der hat zwei Orkblatt dabei. Dann können wir die Quest natürlich direkt beenden. Nichts zu holen. Wie gesagt, einer sitzt sogar noch da, so ein Kamerad. Der hat jetzt aber ein Trauma fürs Leben. Nummer 2 Orkblatt. Der Pacho ist endlich es sogar. Endlich kommt hier jemand vorbei. Was ist denn hier passiert? Na was wohl? Die Orks kamen aus dem Nichts. Zusammen mit den anderen habe ich diese haarigen Mistkerle ein paar aufs Maul gegeben. Dabei sind bis auf meine Wenigkeit aber alle verreckt. Hier in der Nähe beim Fluss sind ein paar Gardisten. Bring sie bitte sofort hierher, während ich versuche, nicht zu verbluten. Wo sind die Gardisten? Am Fluss stand man im Wald eine Brücke, die gerade neu gebaut wird. Die Gardisten sollten zurzeit da sein. Ah, so kann man die auch weglocken, okay. Warum gehst du nicht selbst? Hast du keine Augen im Kopf? Ich habe eine verdammte Ork-Axt abbekommen. Das Letzte, was ich jetzt tue, ist durch die Gegend zu rennen. Was kriege ich dafür? Willst du mich verarschen? Ich sorge dafür, dass hier im Tal keine Orks rumlaufen. Und du bittest mich um eine Belohnung? Du kannst die Leichen der Gardisten und Orks plündern. Das sollte reichen. Und jetzt hol verdammt nochmal meine Unterstützung! Okay, also der Pacho ist etwas angepisst. Kann ich verstehen. Aber an die Truhe darf ich aber nicht. Da wird er aggro, okay. Ich kann schon einfach verbluten lassen, danach den Rest mir hier mitnehmen. Also ich denke mal, ins Ork-Gebiet kommen wir auch nicht. So kommen wir auf jeden Fall an die Ork-Blätter. Und so kann man theoretisch auch die Wachen für den Snipes weglocken. Also tatsächlich ist das hier eine Alternativmöglichkeit. Die Ork-Blätter haben wir auch. Na, ist ja perfekt. Perfekt, perfekt, perfekt. Nehmen wir noch ein bisschen Sumpfkraut mit. Und bei Nacht machen wir dann einen Einbruch. Und wie gesagt, ich gehe nicht davon aus, dass es das letzte Quest ist. Ich hatte nur irgendwie so ein bisschen das Gefühl, die Prüfung des Vertrauens hat irgendwie abgebrochen. Da war ich ein bisschen misstrauisch. Und dann so eine intensive Quest mit Milton, mit Miltons Beteiligung und Diego. Und aber ich glaube nicht, dass das die letzte letzte Quest sein wird. Also, wir fällen noch einen Baum auf den Weg, weil wir es können. Ich hoffe tatsächlich, dass wir noch mal ein bisschen was bauen können. Weil das fand ich eigentlich ganz cool. Das haben wir im Prinzip jetzt nur zweimal eingesetzt. Also im Prinzip fünfmal. Aber einmal draußen bei dem kleinen Lager. Vorm Lager. Und einmal bei Branson im Haus. Aber wie gesagt, das kann doch jetzt Ende sein. Ich habe noch viel zu viele Fragen, die unbeantwortet blieben. Da ist noch ein Baum. Wie gesagt, die Bücher für Marius, ja, keine Ahnung.
der Trank hier für den anderen Kamerad, der einen starken Heiltrank braucht, weil er sonst drauf geht oder nicht geheilt werden kann. Ja, was gibt's noch? Klar, die Wolfsfälle, der Runenstein. Da muss ja noch irgendwas. Also irgendwas muss da noch. Geht gar nicht anders. Also man muss hier quasi einfach nur den Weg entlang zurück ins Holzfällerlager und Garrek und Co. Bescheid geben, dass der Patio da oben ein bisschen Hilfe braucht. Und dann könnte Snipes theoretisch auch an die Truhe gehen, aber das haben wir eh schon erledigt, deswegen ist das auch egal. Pacho braucht Hilfe. Wer soll das denn sein? Er ist der Gardist, der den Eingang zum Orkland hier in der Nähe bewacht. Die Orks haben angegriffen und mehrere Gardisten getötet. Nur er ist noch übrig. Die Orks haben was? Wenn sie in das Tal gelangen, ist keiner von uns sicher. Aus dem Weg! Was ist denn da passiert? Wo sind die Gardisten hin? Die Orks haben einen Wachposten angegriffen. Garrek ist dorthin, um die Wache zu unterstützen. Na toll. Ohne Gardisten sind wir erledigt. Hast du dich mal umgesehen, wer hier noch alles da ist? Aiden wird bestimmt nicht ewig bleiben. Snipes verdrückt sich sowieso bestimmt bald mal. Und von uns Schatten ist so gut wie niemand mehr übrig. Von den Buddeln fange ich gar nicht erst an. Wenn hier nochmal ein paar Viecher aus dem Wald ankommen, beißen wir alle ins Gras. Ich sage einfach den Orks, dass sie in Zukunft ihre Angriffe nach den Wünschen der Holzfäller planen sollen. Ach, halt das Maul. Okay, aber ansonsten kann man damit irgendwie. Kann man da jetzt irgendwie Bretter kaufen oder so bei dem? War das jetzt von den Artisten abhängig? Verkaufst du auch Bretter? Eigentlich gehört das Holz den Erzbaronen. Aber das nimmt hier niemand so richtig ernst. Ich kann dir auch Äxte verkaufen, wenn du es selbst fällen willst. Okay, also jetzt gibt's tatsächlich Ware. Und die Ware ist, naja. Also man kann ja ein bisschen Kram noch kaufen. Ein paar Dietricher da auch, 3 Stück. Ist nicht der Rede wert. Nun gut, dann zurück zu Patio. Die Quest abgeben. Und dann kümmern wir uns auch um die Orkblätter, beziehungsweise um den Kräuterfuzzi. Also wir sehen uns in der nächsten Folge, erledigen dann die beiden Quests und werden dann wahrscheinlich gegen Abend ins Haus der Erzbarone einbrechen. Das klingt echt ein bisschen waghalsig, aber wird bestimmt lustig. In diesem Sinne sehen wir uns in der nächsten Folge. Bis dahin, tschüss.